Hallo und herzlich willkommen beim Unboxing der Limited Edition von Tube Clash auf Blu-ray. Die ist momentan nur ausschließlich auf Amazon.de gibt. Und ja, die möchte ich euch heute einfach mal vorstellen. Also sie ist gerade eben eingetroffen. Heute ist der 15.05. Ab diesem Tag könnt ihr es quasi auch erwerben. Einige von euch werden sich das wahrscheinlich schon vorbestellt haben. Und Hue Clash, wer es noch nicht kennt, es ist eine Serie, eine Animationsserie auf YouTube, die von dem Künstler Dark Victory erstellt wurde und die eben mehrere YouTuber zeigt, die sich auf einer Insel wiederfinden und ja, ein gewisser Master lässt sie gegeneinander antreten und dort liefern sie sich halt mehrere Kämpfe aus und versuchen natürlich hinter das Geheimnis des Masters zu gelangen. Und ja, der Clou daran ist, dass die Zuschauer selber entscheiden können, wie es weitergeht, also wer gegen wen antritt. Und ja, das Finale konnten sie auch beeinflussen und das kam sehr gut an. So, und jetzt ist es erstmals auf Blu-ray erschienen. Und ja, die Limited Edition, die ist eben etwas ganz Besonderes, denn sie liefert neben der Blu-ray auch noch eine DVD und einen Soundtrack. Und ja, da es ein Sammlerstück ist, lässt sich natürlich auch das FSK-Logo vorne abmachen. Ich lasse es mal so dran. So, dann gucken wir mal, was innen drin ist. Na, das lässt sich hier so aufklappen. Ich habe allerdings etwas schlüpfrige Hände. Ja, also ihr könnt ja schon sehen, es ist mit viel Liebe zum Detail gestaltet. Wie das bei den meisten Turbine-Sondereditionen der Fall ist, also von Turbine Medien. Und ja, das Erste, was uns hier entgegenspringt, also ich halte euch mal in die Kamera. Ja, also sieht der Inhalt auf den ersten Blick aus. Und das Erste ist eben die Soundtrack-CD. So, die sieht auch ziemlich klasse aus. Also das Prinzip von Tube Clash erinnert mich so ein bisschen an die, wie ist die Serie auf MTV, dieses Celebrity Deathmatch. Also so ähnlich ist das auch. Und ist aber sehr cool gestaltet. Also allein die CD, da könnt ihr schon ein paar Artworks sehen, also ein paar Skizzen. Ja. Ja, sehr stylisch. Ich stelle es mal hier so hin. So, was haben wir hier noch? Eine Zauberkiste. Also das hier ist erstmal eine Postkarte. So, ja, mit einem Wookie auf dem Briefmarkenfeld. Und hier gibt es noch zwei Aufkleber. Also das Prinzip dürfte klar sein. Es gibt zwei Fraktionen, ja, Clash A und Clash B, die gegeneinander antreten. Und demnach, also je nachdem, welcher Fraktion man als YouTube-Schauer angehört, kann man eben auch seinen Sticker wählen. Ja, das hier sieht nach einem Poster aus. Klappe erstmal auf. Ja. Das ist das Poster. Ja, und der da unten, das ist natürlich ein Let's Player mit dem Super Nintendo Gamepad in der Hand, das er als Waffe verwendet. Ja, als nächstes haben wir hier ein Skizzenbuch, in dem man eben die Skizzen von Dark Victory sehen kann mit einem sehr schönen Vorwort, wie ich finde. Das ist wirklich sehr, sehr liebevoll gemacht. Ups. Ah, Clash A. Die Skizzen mit den einzelnen Charakteren. Den YouTube-Stars. Clash B.
Ja, so ein bisschen Attack on Titans mäßig. Der hat sich einen runter. Das hier sind verworfene Entwürfe. Ja, sehr cool. Sowas mag ich immer. So ein kleiner Blick hinter die Kulissen. Was ist denn das hier? Es fühlt sich an wie ein Einkaufsbeutel. Und es ist ein Einkaufsbeutel, allerdings ein sehr cooler Hero Generation. Ja, kann man sich sogar auf den Rücken schneiden. Wahrscheinlich. Ja, und das hier ist endlich das, was mich am meisten interessiert als Blu-ray-Fan. Die Blu-ray. Beziehungsweise Blu-ray, das Blu-ray-DVD-Package. So, und hier seht ihr dann auch das Bonusmaterial, also auf der Rückseite. Ich zeige es euch erstmal so. So, hier ist das Bonusmaterial. Und mal sehen, ob ich es lesen kann. Ja, jetzt ja. Ja, also als Bonusmaterial gibt es neben den 90 Minuten Trickfilmvergnügen die Features. Ich lese mal zuerst die, die nur auf Blu-ray enthalten sind, vor. Ein Träumer mit einem Team, die Tube Clash Doku und diverse Musikvideos. So, alles andere gibt es eben auch auf DVD. Ja, und die anderen Features lauten: Das Schicksal entscheidet, der Münzwurf, Wir sind das Kollektiv, ein Fan-Tribute, Tube Clash, die Kinotour, ein Audiokommentar und Couchman, Moderation im Menü. So. Ja, Tonformat, DDS-HDMA 2.0, das ist schon mal sehr gut. Da gibt es auch. Und das Ganze ist natürlich im 16:9 Format. 2 Stunden Bonusmaterial, sehr, sehr cool. So, und drin sieht es natürlich auch absolut Schmuck aus. Und ja, ihr könnt es vielleicht schon erkennen, also hinter den Discs befindet sich ein Wendecover. Ja, also rechts ist die Blu-ray, links ist die DVD. Und das Wendecover enthält ein alternatives Bild. Ja, mit dem Clash B-Team. Dann könnt ihr also selber entscheiden, welchem Team ihr eure Stimme gebt. Ja, und je nachdem krempelt ihr es einfach nach vorne. So, das war's dann von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Unboxing-Video. Und dann habt noch ein paar schöne Tage, ne? Bis dann, bye bye.